hier und ich weiß, es gibt eine bessere Welt. Ich nehme deine Hand, Schwester. Deine Hand, Bruder. Keine Entschuldigung mehr, kein Missbrauch. Wir sind Mütter. Wir sind Lehrerin. Wir sind wundervolle, wundervolle Wesen. Mut verlangt nicht, dass du großartige Heldentaten vor aller Welt zur Schau stellst. Mut ist täglich erforderlich in den alltäglichen Handlungen, im Kampf gegen die eigenen Gewohnheiten, gegen die Lügen, gegen das sich arrangieren, gegen die Kompromisse, die unseren Geist verdunkeln. Die Essenz des Wortes Courage ist Chör, Herz. Und es erfordert Mut, Tapferkeit und Würde, das Leben zu lieben. Gewalt gegen Frauen ist ein globales Problem, unabhängig von Land und Religion. Und in all ihren Ausprägungen ist familiäre Gewalt in allen Teilen der Erde die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und sie hat viele hässliche Gesichter. Demütigung, Prügel, Misshandlung, Inzest, Vergewaltigung findet auch hier statt. Man kann sagen, Gewalt gegen Frauen ist Gewalt gegen das Leben an sich. Aber die, die können, brechen heute die Mauer der Scham und des Schweigens. Sie haben allen Mut, alle Kräfte mobilisiert und ihre Füße werden heute toben und tanzen zu den Trommeln Afrikas auf unserer aller Mutter Erde. Sie werden rappen zu lauten Hip-Hop-Beats in Detroit und New York. Sie performen und singen in Hunderten von Sprachen. Oder sie tanzen sich frei zu Break the Chain. On my knees.